Ja, hier ist jetzt nun der Libraton Zip Mini. Das ist schon ein schmuckes Stück. Ich habe den jetzt mal ein bisschen eingerichtet. Der ist jetzt bei mir über WLAN auch im Netzwerk drin. Wir schalten ihn einfach mal ein, weil das dauert ein bisschen. Ja, hier ist schon dieser listige Vogel. Da sieht man auch diese LEDs, wie die sozusagen den Vogel umkreisen. Ja, ein paar Sekunden dauert das schon. Das scheint. So, was hat der Zip Mini nun alles gemacht? Der hat sich jetzt mit meinem Wireless LAN hier verbunden und der hat sich auch zusätzlich per Bluetooth mit meinem Smartphone verbunden, was ich vorhin auch eingerichtet habe. Also ich habe jetzt quasi alle Möglichkeiten. Ich gehe jetzt einfach mal diese Funktion durch, weil das ist eigentlich total einfach. Im Handy gibt es eine App dafür, da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Dann kann man hier Radiosender sozusagen in dem Gerät speichern, die er dann natürlich wiedergibt, während er im Netzwerk verbunden ist. Die kann ich hier hinterlegen auf diese Taste, diese Herztaste. Und dann sehe ich nämlich hier. Kann ich die durchschalten von Kanal 1 bis 5. Ich bleibe mal auf dem 5. So. Ich kann jetzt hier die Lautstärke ändern. Das ist jetzt ein Drittel Lautstärke. Hälfte. Das ist jetzt zwei Drittel Lautstärke. Ja, was man da sagen kann, schon mal vorab, dass der Lautsprecher wirklich laut geht. Ob das jetzt nun wirklich 60 Watt Musik sind, das kann ich hier jetzt nicht messen. Ich glaube schon, dass da ein Verstärker drin ist, der annähernd diese Leistung bringt. Natürlich hat er jetzt keinen Stereo-Sound, der Lautsprecher. Der ist ausgelegt als so ein Multi-Room-Lautsprecher. Wenn ich zwei, drei oder vier hätte, könnte ich das so platzieren und dann tatsächlich dort ja, mit der App auch sagen, dass das jetzt Stereo wird. Bei diesem Lautsprecher ist aber das Phänomenale, man hat es auch gerade gehört, beim Drehen klingt der aus allen Richtungen gleich. Endlich ein 360-Grad-Lautsprecher, der hier ja einfach rundum glücklich macht, so möchte ich es mal nennen. Ich spiele noch mal ein bisschen Musik an, was jetzt nicht aus dem Webradio ist, sondern die von mir, die ist dann auch GEMA-frei und lizenzfrei. Ich starte einfach mal und drehe dann ab und zu mal immer mal ein wenig den Lautsprecher.
Wow, da geht's los. Ja, dann musste ich auch jetzt die Lautstärke etwas zurücknehmen, denn das hätte jetzt hier zur Übersteuerung geführt, aber ich glaube, man hat einen Eindruck bekommen, wie dieser Lautsprecher performt. Also ich muss sagen, das lässt mir schon so ein bisschen, das ist der Ausschaltvorgang, also das lässt mir schon so ein bisschen, lässt mich ein bisschen sprachlos auch da stehen, weil das habe ich auch wiederum nicht erwartet von dem Libraton Zip Mini, denn vom Libraton Zip, da gab es ja so zwiegespaltene Rezensionen und ich muss sagen, das ist hier wirklich eine Wahnsinnsröhre. Wow, auch noch deutlich kleiner als zum Beispiel der JBL Extreme. Das wäre mal interessant, den gegeneinander zu vergleichen. Da ärgere ich mich jetzt ein bisschen, dass ich den JBL Extreme selbst nicht mehr habe. Gut, da werde ich aber dann den Medion Live Beat gegen antreten lassen, denn der ist ja auch schön laut und hat einen wirklich guten Klang. Das ist ja sozusagen mein JBL Extreme Ersatz. Ja, also das wird als nächstes kommen. Medion Live Beat im Battle gegen den Libraton Zip Mini. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.